Was hat sich denn hier so getan? What, Digga? Was? Was geht? Was geht? Na? Willkommen zu diesem spontanen Stream, meine Freunde. Ich werde mich jetzt erstmal auf dem Event-Server einloggen, meine Freunde, und schauen, was da so passiert ist. Denn auf dem Event-Server ist, glaube ich, einiges passiert. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal, was eine Woche... Gotcha. Eine Woche PvP auf dem Event-Server ausgemacht haben, meine Freunde. Ich glaube, dass sich da eine Menge geändert hat und ich glaube tatsächlich, dass es spannend sein könnte, was dort alles so passiert ist, meine Freunde. Ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz und gucken mal, was hat sich denn hier so getan? What? Was, Junge? Was? Nein, Digga. Oh mein Gott, halt's Maul, Alter. Halt doch das Maul, Digga. Digga, der ist solid aus... Diamond! Hä? Okay, Leute, was geht ab, Alter? Sie haben hier Real Talk eine komplette City gebaut, Digga. Creator Code Revinzeit, also das auf jeden Fall. Das ist immer gut, durch. Ey, Junge, hier hat jemand einen Falken von Star. Junge, was, Alter? Oh mein Gott, Leute, okay, guckt euch das mal bitte an, Digga. Das ist ja mal geisteskrank. Die haben hier. Was? Hä? Hier ist ein komplettes Kolosseum mit Diamanten entstanden. Ey, Leute, okay, das ist ja mal krank. Ich lasse die eine Woche alleine und denke mir so, okay, die werden ja nur bauen können. Aber die haben ja auf anders haben die ja was Krankes gebaut. Und hier ist wieder so ein Spawn-Trap. Das heißt, unliebsame Mitglieder werden gespawn-trapped hier, okay. Krass. Erde auf jeden Fall insane. Hä? Saturn ist einfach abgebaut worden. Und hier steht jetzt ein Schild mit abgebaut und... Warum habt ihr den Saturn abgebaut? What the f***, Digga? Okay, Leute, das ist insane. Das ist wirklich insane, Alter. Okay, ich tippe mich mal ganz kurz. Revi, komm mal zu uns. Okay, XX Bausguy, alles klar. What? Moment, wo bin ich hier gerade? Alter, das ist doch nicht real. Die haben den Enderdrachen gelegt, das ist der Palast. Ah ja. Und überall sind Trimax-Bilder, okay. Nee, ist geil. Geil. Digga, wie viele Diamanten habt ihr denn gefarmt, Alter? Ey, Leute, das ist doch insane. Guckt mal, was die gemacht haben, Junge. Digga. Digga, geh mal in die Schatzkammer. Ja, Bro, wo ist die Schatzkammer? Zeigt sie mir, Leute. Zeigt mir die Schatzkammer. Ah ja. Wie habt ihr das denn? Hä? Ey, das kann doch nicht sein, dass hier wieder die gleichen Leute einfach eine komplett funktionierende Gesellschaft aufgebaut haben. What the f***, Digga. Ich muss mal ganz kurz in Discord zu denen. Das ist insane, was die hier gemacht haben. Die haben mir eine komplette Gesellschaft aufgebaut mit riesigen Hallen und sowas. Und keiner klaut irgendwas, keiner grieft, gar nichts, Mann. Die heilige Kartoffel, ja, okay, die wurde scheinbar geklaut. Auf Ehre. Hallo? Hallo? Ey, was? Ey, wo sollen wir anfangen? Ja, Digga, wo sollen wir anfangen? Wie habt ihr das hier zustande gebracht, Mann? Was habt ihr hier getan, Digga? Und vor allen Dingen, wie viele Leute haben das gebaut und hattet ihr vor Hilfe von irgendeinem Bauteam, habt ihr das alles selber gemacht? Selber. Alles selber. Okay, wie viele Tage waren es jetzt insgesamt? Circa 10, oder? In zehn Tagen habt ihr ohne komplette Ressourcen, Digga, sowas gebaut. Ja. Das ist doch krank. Das ist doch krank, Alter. Wo habt ihr die ganzen Diamanten? Enderfestungen. Wie viel Enderfestung habt ihr geklärt? Wir waren schon bei minus 25.000 Blöcke im zweiten. Was, ich Digga? Minus 30.000. Komplett krank. Ihr seid ja komplett geisteskrank, Alter. Warte mal, ganz kurz. Also mich würde erstmal ganz kurz eine Sache interessieren. Ich meine, ihr habt hier angefangen, Lull, die Erde ist ja komplett von innen ausgebaut. Was habt ihr gemacht? Wir haben die Erde und so gebraucht da drin. Ja, okay, pass auf, ganz kurz. Wie zum Teufel habt ihr es geschafft? Ich meine, es war PvP an, ja? Und es war doch direkt Ultra-Chaos, oder? Also, ich meine, wie habt ihr das geschafft, hier euch wieder herauszukristallisieren, so? Wir haben die getötet und dann waren die in der Spawn-Shop, dann waren die alle. Habt ihr alle umgebracht einfach? Habt ihr random einfach alle umgebracht, Nein. oder? Wir haben eine Liste. Ah, ja. Man sieht ja, viele Leute sind jetzt hier neu in unserem Team drin. Es gibt auch Leute, die machen halt nicht bei uns mit, aber waren friedlich. Digga, hier ist ein Strand, Mann! Hier ist Strand, Mann! Auf Ehre, wie geil! Geil! AFK-Angelfarm auch noch hier im Start, sehe ich gerade. Ah, ja. Ja, klar, weil wir hatten ja keine Versorgung und irgendwie mussten wir die Bücher bekommen. Also, die ersten Tage, das muss doch ultra stressig gewesen sein. Okay. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr Herrschaft über den Server hattet? Nicht 24 Stunden. Ich glaube, es war am ersten Abend. 18 circa. 18 ja. Stunden. Und dann waren alle Opfer gespawntrapped. Der Großteil. Ja.
Lull. Lull. Einfach nur Lull. Ja, du weißt ja, du hast mal einen König auf Saturn mal gehabt. Ja, ja. Bruder. War ein Fehler. Können wir ganz kurz darüber reden? Ich meine, der ist weg, so, also. Ja, der wurde abgebaut aus dem Disrespekt gegenüber diesem Team Satura, weil das waren die, wo wir mit Patton alle Leute in die Luft gesprengt haben. Aha. Und auch Leute umgebracht haben. Dann haben wir uns halt gerecht und die halt in die Spawnship eingeschlossen. Ja. Dann haben wir halt in Masotodon abgebaut, weil das halt. Ja, nee, klar. Ja. Er versteht die Welt nicht mehr. Also, Real Talk, ich bin komplett buff, Alter. Ich bin komplett raus, Junge. Was geht hier ab, ey? Krank. Mann. Wie viele Enderdrachen habt ihr gekillt? Gar keinen einzigen. Ihr habt die Köpfe ja. Dran im End. Lull. Aber könnt ihr damit nicht den Enderdrachen wiederbeleben? Nee, ne? Aber mit dem Ei geht das nur, ne? Nein, mit den Ender-Crystals, weil die haben wir auch nicht. Digga, dieser Millennium-Falken ist ja anders krank. Wer hat den gemacht? Zwei neben der Erde ist auch noch einer. Ja, da oben. Das haben wir bei Shadowclaw. Moin, Leute. Drymax hier und wir spielen heute Minecraft. Tor nach Cockwatts und rein ins Weiße Haus. Ah ja. Okay, ich weiß nicht. Moin, Revi, falls du das hier lesen solltest, erzählst du nicht, sie fehlen 1 gegen 1. Nee, ich will kein 1 gegen 1 machen, danke dir. Brauche ich nicht. Haben wir das Kolosseum jetzt komplett umsonst gebaut? Ja, haben wir. Ah, ihr wolltet unbedingt 1 gegen 1 gegen mich kämpfen, oder was? Ja, richtig. Ja, Shadow wollte das. Ja, genau. Ja, nee. Haben wir ein Kolosseum gebaut. Ja, ist ja schön. Also, ich will nicht kämpfen. Ich bin gegen Gewalt und ich würde auch verlieren. Das passt schon. Oh, man. Ja, pass auf, warte. Komm, Shadow, let's go. Auf geht's. Oh, geil. Komm. Ich hab nur dir, Schwert, Shadow, let's go. Komm. Ja, nein, hol dir auch nur dir. Nein, brauch ich nicht. Komm, let's go. Wir fangen an. Komm. 3, 2, 1, go. Komm. Der hat die Ecken. Die Sachen zum Ausrüsten. Genau, ihr habt in den Ecken Sachen aufgerüstet. Easy. Gut, haben wir geklärt. Hier ist Bambus für euch, falls ihr Bambus braucht. Ich hab hier gerade irgendwo Bambus hingelegt. Ja. Ja. Ach, ihr braucht Bambus, nicht Zuckerrohr. Wofür braucht ihr Bambus? Wir sind Team Bambus. Okay, ich droppe den euch nochmal, ich verziehe mich hier nochmal, schau mich nochmal ganz kurz um, ja? Bis später. Ciao. Viel Spaß noch. Ehre. Ey Leute, okay, das ist krank. Revi, Redstone, ja, Redstone kriegt ihr auch hier. Ich gebe euch Blöcke von Redstone, Alter, wenn ihr wollt, hier. Komm mal hier, boom. Bitteschön, hier, jetzt habt ihr Redstone, Alter, das sollte euch auf jeden Fall, glaube ich, das sollte auf jeden Fall ausreichen, meine ich, oder? Also. Könnt ihr ein Casino bauen oder sowas vielleicht? Weiß ich nicht. Macht irgendwas Sinnvolles damit. Ja, Leute. Ey, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Ich meine, die haben den Server innerhalb von 18 Stunden conquered und haben dann hier diese unglaublich schöne Welt erschaffen, Digga. Das ist ja wirklich krank. Das ist wirklich, wirklich geisteskrank. Die haben hier einen Palast gebaut. Sie haben hier so eine, was ist das hier, eine Kirche, glaube ich, ist es hier, ne? Das ist auf jeden Fall wirklich aggressiv anders, was sie hier gemacht haben. Dann hat jeder noch so ein kleines Haus hier aus den Materialien des Universums, ja. Also jeder hat auch hier eine geile Hütte und so. Ich find's krank, muss ich ehrlich sagen. Ich find's komplett insane. Jeder hier natürlich eine AFK-Angelfarm, so muss der Hase. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Stell dir mal vor, man lässt 100 Spieler 24 Stunden alleine. Dann ist Chaos. Aber wenn man 100 Spieler 10 Tage alleine lässt, dann kristallisiert sich irgendwann eine Gruppe heraus, die genau sowas hier erschafft. Und da die Wild ist close gewesen, es kamen auch keine neuen Leute drauf, die gegrieft und sowas haben. Ich komme nicht klar. Vor allen Dingen ist das halt alles im Survival gebaut worden, Leute. Das ist alles im Survival mit sehr, sehr wenig Ressourcen gebaut worden. Eine Kuhfarm gibt's hier vorne. Dann gibt's hier vorne nochmal einen Strandmann. Alles klar. Also, all in all, hier ist was gestorben. Happy ist leider gestorben. Schade drum. Es tut mir leid, Happy. Hier wohnt Tazarot. Okay, nice. Also, ihr seht auf jeden Fall. Lol, warte mal. Wo war gerade diese Kiste mit dem Bild drauf? Ah, hier, der Fernseher mit Trimax. Sehr schön. Also, ihr seht auf jeden Fall, hier wurde eine Menge rumgefarmt. Es gibt auch nicht mehr viele Sachen hier zu entdecken. Hier unten hat es auch noch jemand mit der Base versucht. Aber ich glaube, all in all ist klar, dass was hier entstanden ist, einzigartig ist, Leute. Das ist wirklich krank. Das ist einfach wirklich krank. Und ich bin schon fast geneigt, die Map irgendwann mal als Survival Games Map oder so auf den Server zu packen. Allein, ich meine, guckt euch das mal bitte hier an. What the f***? So. Dieses Ding. Holy freaking s***, Digga. Ganz ehrlich, Mann. Also, ich mache ihn ganz kurz fertig, Digga, weil es mich triggert, dass er nicht fertig ist. Aber schaut euch mal bitte an. Ich meine, wie viel Aufwand das ist. Das Ding besteht aus Obsidian und aus f***ing Diamanten. So, holy s***, Digga. Kann man sich die Challenge noch krasser machen? Und kann man sagen, Bruder, muss los? Also, kranker geht's ja wohl kaum. Komm, Digga, wir machen das Ding hier mal fertig. Let's go. Also einfach nur, weil ich der Meinung bin, dass so ein Ehrenprojekt auf jeden Fall auch dementsprechend viel Ehre verdient hat. Das ist schon brutal, Mann. Das ist schon brutal. Bro, hier, ach, weißt du was? Bau mal hier mit irgendwas Cooles, Alter. Oh mein Gott, hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Geil. Ja, Leute, was soll ich sagen, Alter? Also, ich bin komplett sprachlos. Holy shit, Alter, sieht das hier geil aus.
Hey, haben die auch alle geile Häuser gebaut, oder? Bro, oh mein Gott, was? Es ist diese andere Schönheit in Minecraft, guck mal. Er gönnt sich auf jeden Fall diese aggressive Villa, Junge. Puh. Sympathisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten, auf jeden Fall. Ja, krank, was die hier gemacht haben. Don Balbano, nochmal ganz kurz gucken, was er hier gemacht hat. Ja gut, ich werde dann Don Balbano mal retten, ne? Damit du safe bist, Kollege. Ich glaube, du bist ja Real Talk, Leute. Insane. Insane, was die gemacht haben. Geisteskranke Nummer. Und ich würde sagen, meine Freunde, Stripclub? Moment mal. Oh mein Gott, Digga. Exklusiv und geil, wie ich es mag. Real Faden, das hat mir sehr gewundert, Shadow. Ja, keine Ahnung, Alter. Also, das ist jetzt schon mehr verstörend als geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da bin ich dann auch ganz schnell offline. Ich bin komplett buff. Ich bin wirklich komplett buff. Und eins kann ich euch versprechen, meine Freunde, das nächste Social Experiment wird auf jeden Fall auch geisteskrank geil. 5 von 5 Sternen bei Google Reviews auf jeden Fall. Können wir mal alle ein fettes GG haben, auch für diese Arena hier. Ganz ehrlich, Digga. Ich bin raus, Digga. Also das, und ich habe auch schon für die neue Projektidee. Es geht darum, dass wir tatsächlich gemeinsam Area 51 raiden werden am Freitag. Das wird Freitag stattfinden. Ich muss mal gucken, ob das auch klar geht. Ich hoffe mal, dass im echten Raid bei Area 51 nichts passiert. Also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, Freitag abends gibt es den Area 51 Raid. So, was du? Eine Kiste für dich. Oh mein Gott, hi Revi, leider haben wir keine. Oh mein Gott, Federn, sonst könnte ich dir ein Buch schreiben. Danke für die geilen Projekte. Falls noch Platz in deinem Team, welches Map erstellt ist, würde ich den Platz gerne füllen. Hashtag Bewerbung Tobi, aka Real Faden. 23 Jahre alt Student, Minecraft Level over 9000. Ehre, Digga. Danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit. Lang lebe der Kaiser, alles klar. Hoch auf Team Bambus, Reset Real Faden. PS, kannst du bitte meinen Bruder Robin grüßen? Robin, Grüße geht raus auf dich, Digga. Kuss auf dein Auge. Ich habe gar keinen Bruder, lol, the end. Funny, Alter. Nice one. Ihr habt keine, pass mal auf. Spawn, Mob, Chicken, 50. Guck mal hier, Dicker. Ihr habt keine Federn. Now you get them Federn, Bro. Gönnt euch, Leute. Viel Spaß beim Auseinandersortieren dieser ganzen Tiere. Kuss, Real Faden, wir melden uns. Am besten machst du die Bewerbung über das Forum, aber wenn du ins Bauteam kommen willst, auf jeden Fall gerne. Grüße geht raus. Ja, Leute, was soll ich sagen? Insane. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim Area 51 Raid, der am Freitag stattfinden soll. Und würde mich freuen, wenn ihr da alle am Start seid. So, dann sind wir damit durch, Leute. Dann sind wir mit diesem Video durch. Lasst einen Daumen nach oben da. Kuss auf euer Auge. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.